Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Overwatch. Ranked sage ich extra nicht. Übrigens ist Lorenz dabei, hallo. 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 Guten Tag. Es ist kein Ranked, weil wir irgendwie keine Lust mehr auf Ranked haben, keine Ahnung. Erstmal ist es halt irgendwie auch irgendwie ein bisschen blöd, dass halt nichts zählt, so ein bisschen, ne? Deshalb tryharden halt auch die anderen Leute nicht, ne? Und deshalb verlieren wir wegen den anderen. Genau, nur wegen anderen. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, als würden wir einfach zwei Normals hintereinander spielen. Ja, auf jeden Fall. So fühlt sich auch an. Alle spielen Damage, das ist echt unangenehm, so ein bisschen. Also spielen wir Junkensteins Endlos-Modus. Und ich habe, glaube ich, Bock auf Turbion, weil der mega witzig ist. Gut, dass wir vorher nicht die ganze Zeit Damage gespielt haben. Gut, dass wir uns immer dem Team angepasst haben. Fand ich auch. Ich habe auch nicht YOLO gepickt oder so. Nein. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen übrigens auch schwer. Einfach weil wir, keine Ahnung. Wir wollen es auch irgendwie schaffen, ne? Und ich werde Topian spielen, weil Topian mega lustig ist. Ich glaube, es gibt hier sogar eine Meta. Ja? Ja, ich glaube, Topian ist auf jeden Fall Meta, Soldier ist auf jeden Fall Meta. Ich glaube, Senyata... Widowmaker ist safe Meta, oder? Widowmaker ist richtig scheiße, Alter. Ich bin richtig... Ohne Scheiß, Widowmaker ist echt furchtbar. Pass auf, wenn alle jetzt picken, dann musst du den nehmen. Dann kannst du nicht mehr wegpicken. Guck mal, wie die schon lieben das halt. Nimm den nicht, Alter. Die lieben deswegen. Okay. Und das Scheiße, ich habe einmal Widow gespielt. Das ist halt, komm. Deine Ulti ist halt komplett useless. Und die Ulti ist halt mega wichtig. Wir tryharden den natürlich, weil wir quasi Ranked spielen. Upsala. Also McCree ist auf jeden Fall Ultra-Meta. Soldier ist Meta. Senyata ist dann quasi der Healer. Komm, genau. Pick den. Wunderbar. Und das Scheiße, ich glaube, dieser eine Typ ist wahrscheinlich echt geliebt wegen Senyata. Wegen Widow. Weil jetzt spielen wir komplett Meta, soweit ich weiß. Soldier ist auch ziemlich Meta. Und Torbjörn ist halt einfach insane. Ich weiß nicht, ob du... Hast du im Modusspiel viel gespielt? Ja. Nicht viel, aber ich habe auch Torbjörn schon mal hier gespielt. Du weißt halt wahrscheinlich, wie Torbjörn halt insane abgeht. Ich glaube, ich stelle den sogar... Ja, du hast halt dauerhaft dein Geschütz und... Das Geschütz ist halt mega krank. Ulti-Aufladung und so. Ja, und die Rüstung ist halt quasi... Ich bin halt quasi auch Heiler, ne? Wegen meiner Rüstung. Das heißt, eigentlich mein Job ist es, vielleicht mit der Shotgun noch die Reifen abzuwehren, so ein bisschen. Aber ansonsten sollte ich eigentlich Schrott sammeln, eher so. Ich habe das teilweise relativ viel gespielt, weil ich halt diese Wins haben wollte für die Lootboxen, ne? Der Seelenernter. Ich habe das teilweise echt richtig gespammt, den Modus. Aber ich finde den gar nicht mal so unfassbar cool. Hab den nur richtig oft gespielt, aber der ist eigentlich voll kacke. Ja, das ist so übertrieben nicht, aber es geht halt. Es gibt halt viel coolere Modi. Da, der Wikinger. Ich weiß gar nicht, ob die Dinger, die Rüstungsteile hier despawnen irgendwann nach einer Zeit. Aber ich meine schon. McCree ist halt ultra wichtig, dein Ulti ist halt echt wichtig. Für zum Beispiel Mercy töten oder sowas nachher, ne? Okay, von wo? Von hier, Brücke. Ja, genau. Oh, nice. Das ist halt das Wichtigste. Das wäre geil, wenn wir es schaffen auf schwer, ohne das Tor zu beschädigen. Oh, nice, good job. Von links, oder? Ne, von Mitte. Er ist wieder links, lol. Ich habe halt auch den meisten Damage, obwohl ich eigentlich nichts mache, außer rumlaufen und so ein bisschen die Schrottteile aussammeln. Ja. Das ist halt krass. Aber man muss echt aufpassen. Gerade meine Shotgun ist eigentlich ziemlich gut gegen die. Ich weiß, ich bin mir aber nicht Räder. Sicher, ob nur Senyata als Healer reicht. Hört sich eigentlich relativ wenig an, finde ich. Ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall ein Meta, das habe ich gesehen. Ich habe mir die besten Listen mal angeschaut. Ich lasse dir mal ein bisschen Rüstung, ne? Okay, jetzt kommt der Fettsack. Hier müssen wir das schnell wirklich down bekommen, vor allen Dingen wegen den Reifen dann. Kann es sein, dass sie den Soundfile verändert haben von... Also im Vergleich zu letztem Jahr. Von Rotok. Ich weiß nicht, die haben einiges verändert, glaube ich. Ein bisschen haben die auf jeden Fall verändert. Mit einem Schuss. Ein Schuss, Junge. Auf jeden Fall, Senyata reicht eigentlich als Healer, weil wir, vor allem am Anfang brauchen wir gar nicht so viel Heal. Und er kann halt, also zum Beispiel, ich bin ja auch quasi Healer, weißt du? Mit meinen,
Ja. In meiner Rüstung, weil die Rüstung, wenn du halt die Rüstung weg hast, kannst du die Rüstung wieder aufsammeln. Das ist eigentlich voll der effektive Heal. Das ist halt 75 immer wieder, ne? Es wäre geil, wenn wir das natürlich schaffen würden, ohne das Tor zu beschädigen, weil dann kriegen wir sogar einen Erfolg. Aber das ist halt echt schwer, weil auf schwer ist tatsächlich schwer. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich? Ja. Obwohl es nur die zweite Schwierigkeit ist. Ich finde den Spruch mega cool. Dr. Jameson Junkenstein. Dr. Jameson Junkenstein. Irgendwie macht den das voll sympathisch. Okay, ich heb mir, glaube ich, meine... Ah, nee, ich hol mir meine Ulti auch. Lol, hupsala. Habe ich gerade meine Ulti aktiviert? Ohne, dass mein Geschütz da ist jetzt. Nice. Nice. So. Ich habe gerade ein bisschen wenig Rüstung, aber ich muss mich erstmal um mein Geschütz wieder kümmern. Dass ich das ein bisschen besser aufstelle. Die Reifen sind halt echt das Wichtigste, logischerweise, die kaputt zu machen. Wenn man die Reifen alle irgendwie fokust, vor allen Dingen, ich mit meiner Shotgun so ein bisschen mehr darauf achte, dann kann man eigentlich wirklich schaffen, ohne Schaden, dass du... Das zu schaffen, das hier. Ja, aber es ist halt schon Modus. Schwer. Ist halt echt schwer, weil nachher kommen halt so viele auch auf einmal. Oh, der Seelenenter. Vor allem, wenn die Leute dann sterben. Okay, den habe ich. Von wo kommen die? Von Mitte. Nice. Wir ahnten, dass er zurückkehren würde. Okay, taktisches Visier wurde aktiviert, also ulte ich diesmal nicht. Senyata ist halt auch so gut wegen den Damage Boost, ne? Du kannst halt dann die, zum Beispiel die Mercy nachher auch diesen Damage, das Damage Ding da geben, ne? Das ist halt eigentlich schon nice. Und mit Tobian habe ich gerade relativ viel Spaß tatsächlich. Das ist eigentlich schon geil. Aber ich finde halt diesen Aufstand Modus zum Beispiel besser, ne? Fandest du? Ja, findest du nicht? Oh, ich weiß es gar nicht mehr so genau, das ist schon so lange her. Wir haben den mega viel gespielt zusammen sogar. Das stimmt. Ich lasse dir mal Rüstung, ne? Der war schon echt cool, der war halt nicht ganz so stationär, ne? Weil du halt auch irgendwie okay, durch die Gegend gelaufen bist und so. Oh, Beschwören ist mega mies. Vor allem wegen den, wir müssen relativ schnell dann dieses Ding da kaputt machen. Hinter dir ist Rüstung, ne? Und wo kommt die? Kriegen die das? Oh, bitte krieg das. Hinter dir auf der Brücke ist ganz viel Rüstung, also wenn du vielleicht low bist, ne? Ah, jetzt kommst du aber nicht mehr hin, ne? Ja. Okay, das habe ich gekriegt. Ja, aber ich habe den Schildgenerator da. Das ist nice. Aber. Und wo? Alter, ich habe das gerade noch so bekommen. Och Gott, ey, mit der Shotgun. Was? Ah, oh, hier von der Seite kommen richtig viele. Ja. Du hättest echt ein bisschen weiter vielleicht hinten bleiben sollen, wegen. Obwohl du hast ja den Teleport. Ich musste, ja, sonst hätte ich den halt nicht gekriegt. Ja, okay, das war wahrscheinlich dann doch worth. Das Problem war halt, also, die Beschwörerin macht halt super viel Burst Damage, also das macht halt übel viel Damage auf einen und das braucht halt kein Aim, ne? Ja. Mit meiner Shotgun kann man echt viel machen, gerade bei den Reifen. Ich habe zum Glück den reinen Reifen dann noch erwischt, gerade als wir so viel Chaos hatten wegen der Beschwörerin. Boah, ich habe gerade ganz gut gedacht, ein Omnic wäre durchgekommen. Oh, wir sind schon bei Welle 7. Ja, wir sind schon echt weit jetzt. LOL. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich low war oder so. Oh, jetzt ultet der Senyata. Das ist eigentlich blöd, weil jetzt seid ihr wirklich noch zu zweit. Wenn der Senyata an seiner Ulti ist, kann er halt nichts machen eigentlich. Nein! Ah, ärgerlich. Da war ein normaler Mob einfach. Der Senyata hätte nicht in seine Ulti gehen sollen. Weil dann wart ihr wirklich noch zu zweit. Oh, schade. Aber wäre auch krass, wenn wir es geschafft hätten jetzt. Wir sind echt weit gekommen. Das wäre so schön gewesen, um wahr zu sein. Alter, wie viel Rüstung ich habe. Okay, jetzt ulte ich einfach. Du musst direkt auf Mercy gehen, ne? Naja. Mercy ist halt so wichtig, die zu killen. Ich kümmere mich so ein bisschen um das Tor einfach. Oh, Hexe. Oh. Okay. Ah, schade. Ein dreckiger Mob, ey.
Oh, mein Geschütz ist kaputt, what the fuck. Oh Gott, der hat gerade mega viel Leben irgendwie. Der hat viel zu lange überlebt eigentlich, der Fette. Ich habe aber auf jeden Fall Ulti wieder. Es sind jetzt glaube ich sogar ein paar mehr dran ans Tor gekommen. Ja, gerade eben sind noch zwei dran gekracht, glaube ich. So, gleich kommen mega viele. Okay. Zwei Seelenernter. Auch gut. Drei Seelenernter. Oh, nice, das beiden gekillt. Okay, der ist gerade auf mir, das ist ein bisschen blöd. Nahkampf! Oh, ist wieder was fürs Tor gekommen. Also, ich glaube schon, dass wir es auf jeden Fall schaffen, aber. Überleg mir, wie krass das ist, das ohne Damage zu machen, schon auf schwer oder so. Da muss man schon echt safe irgendwie das spielen. Ja. Oder voll mit Leuten halt irgendwie, ne? Oh fuck, ich brauche eine. Damit man sich absprechen kann. Hast du sogar, ich habe dir sogar Rüstung jetzt noch gegeben. Okay, na, ist jetzt gerade auf mich, das ist eigentlich gut. Oh. Nein. Man, jetzt sei es sowieso egal. Nur, dass halt nicht zu viele kommen, auf jeden Fall. Ach lol, Alter, der hatte ein Leben oder so. Wir müssen halt das Schild kaputt machen. Ich mach. Problem ist halt, es gibt gerade momentan zwei Schildgenerator sogar. Okay, jetzt haben die ganz schön viel Damage am Tor gemacht. Okay, mein Geschütz kann jetzt aber ballern. Boah, Alter, das war jetzt nicht schon krass, ey. Aber ich glaube, das war jetzt die schwerste Welle tatsächlich, weil jetzt als letzte kommen die einfach alle nochmal, ne? Aber die kommen ja nicht doppelt irgendwie. Ja, oder? Das Problem war, dass die Beschwörerin war halt, also Symmetra war jetzt halt zweimal da und deswegen hatten die auch zwei Schildgeneratoren. Oh, warte, es kommen doch jetzt noch einzelne Wellen. Junkensteins Monster. Oh lol. Fuck. Das war bad. Scheiße. Ich bin einfach in den reingelaufen. Wegen Gegenverkehr müsst ihr jetzt, ja, nice. Echt aufpassen. Mein Geschütz, nein! Oh fuck. Okay. Könnte geschmolzenen Kern machen immerhin. Und mega viel Rüstung ballern. Okay. Von wegen dafür, dass wir eine Chance haben, das ohne Damage zu schaffen. Ja. Zum Schluss kommen halt, jetzt kommen so viele, ey. Ich habe die ganze Rüstung jetzt bei mir hingelegt. Wir müssen auf jeden Fall Mercy fokussen. Ich habe Ulti nochmal. Nice, good job. Okay, Reifen habe ich. Oh lol. Oh fuck. Oh, ich hab's gerade aufgehalten können. Nice. Oh Gott, jetzt muss ich aber weg. Jetzt laufen die ganzen Creeps davor. Aber wir wären, glaube ich, gerade fast alle auf einmal gestorben, oder? Ich glaube, zwei Leute waren gleichzeitig tot. Ja, das war gerade ziemlich knapp. Hatte ich auch das Gefühl. Ach was, das geht nicht? Was geht nicht? Also ich dachte, mein Geschütz platzieren und dann instant ulten. Aber ich muss Stufe 2 sein. Ich habe jetzt meine Ulti gewastet. Ja, du kannst es dann halt schneller aufbauen. Aber wir sind schon bei Bonuswille, wir haben es eigentlich geschafft. Ab jetzt ist alles Bonus, was wir machen. Ah, wir haben den sogar noch bekommen, nice. Also ab jetzt ist alles Bonus. Wir sind bei der ersten Bonuswelle. Ich glaube, wenn man kann auch einen Erfolg bekommen, wenn man bei 7 ist oder so.
Oh Gott. Ach, scheiße. Ja. Oh, ich hab fast Ulti. Ich glaube, das war's. Ich hab noch Ulti. Okay. Ah, vielleicht überlebt es. Creeps töten, Creeps töten. Der ist low, der ist jetzt auch low, der sollte gleich tot sein. Es darf halt kein einziger Reifen jetzt mehr kommen ans Tor. Bonuswelle 2. Wenn du low bist, dann musst du hin zu mir kommen. Hier sind überall die Dinger. Hier, ich bin quasi Healer. Ja. Oh Gott, beschwören. Okay, dann müssen wir das Ding halt kaputt machen irgendwie. Okay, der muss kaputt gemacht werden. Okay, good job. Ich hab Ulti. Und wo kommt Gegenverkehr? Von vorne, ne? Oh nein! Oh. Nicht gekriegt. Ja, scheiße, ich muss gerade auch nachladen. Da waren halt auch so viele Leute im Weg. Ich hab den kaum gesehen, den Reifen. Aber Sieg. Ja. Wir haben's geschafft. Alle sind reingekommen. Sieg. Lol. Das ist so geil, die Ulti mit McCree ist halt so komplett bescheuert, weil du halt irgendwie 30.000 Sachen triffst damit. Also du hast wahrscheinlich irgendwie nur 6 Kugeln im Magazin, aber ach du, ist deine Ulti gar nicht? Höhle. Doch. Ach doch. Ach so, da ist Instant geultet. Guck mal, ich habe 3 Omnix mehr getötet, Alter, als du. Easy. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich über 200 Zomnex gekillt habe. Ich habe 50.000 Schaden gegen Helden. Ich habe eine Lootbox erhalten. 49.000 Schaden gegen Helden. Lol. Ist halt Tobian, ne? Da habe ich echt wenig gemacht. Ich hätte halt noch viel mehr machen können. Wenn ich halt mit meinen Shotgun-Schüssen zum Beispiel mehr gemacht hätte. So, erstmal noch die Lootbox hier öffnen. Komm, was Geiles? Oh. Nichts Legendäres. Oh Gott, ich habe irgendwas komisches, Sombra. Ach. Ach, Sombra. Ach. 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 Ja, das war jetzt so eine kleine Special-Folge quasi. Einfach, weil wir keine Lust auf Rank mehr hatten. Weil es ja gerade im Moment nicht so wirklich was bringt. Aber in 2 Tagen bringt es ja wieder was. Das ist ja dann der Dienstag, oder? Ich glaube, genau Halloween fängt die Season wieder an, ne? Oh ja, cool. Eigentlich voll nice. Naja. Danke, dass du bei der Session dabei warst, Laurens, ne? Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.